Hallöchen Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Find Easter Eggs. Und ich möchte euch hier nur ein kleines Easter Egg zeigen. Wir sind hier in dem, im Fridge, heißt glaube ich die, genau, The Fridge. Und das ist, ich zeige euch das mal auf der Map hier, kommt man an, hier runter, dann alles hier so lang. Ja, so ziemlich am Anfang einfach links halten und dann kann man hier diese Tunnels entlang und dann kommt man dahin, wo ich jetzt gerade bin. Und hier findet man ein Easter Egg. Ich zeige euch das mal. Ich bin jetzt Level 24 mittlerweile und hat sich vorhin gerade einer zu Wort gemeldet. Weil hier so diese Assis abknallen. Ja, super, keine Munition mehr. Das ist natürlich scheiße. Dann nehme ich halt diese MP hier. Die geht auch relativ gut. Hier sind immer wieder diese Ratten, die kennt ihr schon aus unseren Folgen von den Let's Plays, falls ihr die nicht kennt. Einfach mal unsere Let's Plays anschauen. Das macht nämlich richtig Bock und es kommen auch demnächst neue Folgen. Geh mal kaputt, so. Und einfach hier weiterlatschen. Da kommen so ein paar von den Viechern. Ich könnte das vielleicht auch vorspulen. Ich weiß nicht, ob ich es vorspulen werde. Ja, die Granate ist auf jeden Fall super krass. Die zieht nämlich erst sucht sie sich die Gegner. Ich zeige euch das mal. Das sind diese Homing-Granaten, heißen die. Wenn ich jetzt eine Granate werfe, dann sucht die sich erst einen Gegner. Fliegt den dahin. Zieht den an und dann... Oh yeah. Das ist nicht wirklich richtig funktioniert, das ist natürlich schade. So dieser Vorführeffekt. Was ist denn das für ein Viech? Naja, auf jeden Fall erstmal kaputt machen. So. Neue Stärke. Ja, nehmen. Ich könnte eigentlich mein Scharfschützengewehr benutzen, aber ich habe jetzt momentan so ein bisschen Spaß mit der MP, von daher. Ja. Was auch immer. Ja, oder die Bandit ist auch cool. Wo lang müssen, wo müssen wir denn lang überhaupt? Also wenn man trifft mit der Schrotflinte, dann ist fertig, lustig hier. So. Dann müssen wir hier drauf. Fahren hier nach oben. Ich weiß nämlich gar nicht, ob ich hier auf dem richtigen Weg bin. Ich gehe mal davon aus, denn es gibt ja eigentlich keinen richtigen anderen Weg, wo man hier lang könnte. Und ja, das sieht schon ziemlich gut aus. Und ihr seht schon The Wreck Cave. Das erinnert doch schon so ein bisschen an The Bat Cave, also die Bathöhle. Und das Easter Egg müsste jetzt eigentlich hier aufpoppen gleich. Da ist er! The Wreckman! Geil! Und wenn er weggeht, dann kommt genau diese Wolke wie beim Batman. Das ist voll geil gemacht. Gefällt mir. Also der ist nicht allzu stark, also den kriegt man relativ schnell futsch. Aber gefällt mir nicht, wie der sich so teleportieren kann. Das finde ich doof. Wo ist er denn jetzt hin? Spawnt er gleich hinter mir, ich wette. Oder muss ich zurück in die Höhle, damit er wieder spawnt? Da ist er. Boah, stirb mal. Sehe ich aus wie ein Wichsmob? Wreckman. Nee, du siehst aus wie Batman, wie so ein billiger Batman-Verschnitt. Und er ist down. Und Wreckmans Handlanger sind auch so komische Fledermäus-Gedöns-Dinger. Was hat er denn fallen lassen? Hat er was Lustiges fallen lassen? Nicht wirklich. Nur so ein bisschen Geld. Naja, auf jeden Fall, das war das Easter Egg vom Batman in Borderlands 2. Ich öffne hier nochmal die Truhe. Dann kriegt ihr auch mal mit, was hier so was geht. Was haben wir denn hier? Alles mitnehmen, was geht. Und ja. Gut, ich verabschiede mich hier. Mystic meldet sich ab aus der Wreck Cave und wir sehen uns beim nächsten Easter Egg oder bei der nächsten Let's Play Folge von Borderlands 2 bei TAR Gaming hier auf dem Kanal. Daumen hoch geben, wenn euch das Video gefallen hat, und abonnieren ist immer cool. Bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein, adios.